Und damit sind wir wieder ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Pirates Live. Ich bin's wieder, Martin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video heute auf dem Kanal. Heute habe ich mal einen provokanten Videotitel ein bisschen genommen. Der ein oder andere ist vielleicht schon ein bisschen stutzig geworden. Aber ich habe einfach durch die letzten Tage ein paar Erfahrungen gemacht. Gerade durch Instagram werde ich öfters angeschrieben und meist auch durch jüngere Zuschauer, die sich noch nicht ganz so viel mit dem Thema befasst haben. Ich möchte jetzt gar nichts unterstellen. Aber ich bekomme meistens so die Frage, ja, zu welcher Airline möchtest du denn später gehen? Und kannst du nicht mal ein Video drüber machen, zu welcher Airline du später gehen möchtest und wie du dir deine Zukunft vorstellst und alles. Und dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Zum Ersten befinde ich mich hier, beziehungsweise befinden wir uns hier auf einer öffentlichen Internetseite. Das heißt, alles, was ich hier sage, seht nicht nur ihr da draußen, sondern könnte theoretisch auch mein zukünftiger Arbeitgeber sehen. Und jetzt mal die Frage an euch, stellt euch mal vor, ihr kennt mich und ich sage jetzt im Video, ja, ich möchte auf jeden Fall später zur Condor gehen. Es kommt für mich nichts anderes in Frage, außer die Condor. Und dann ist es rein zufälligerweise so, dass nächstes Jahr keine Stellen frei sind bei der Condor und ich mich woanders bewerbe. Und ich mich davor vielleicht zufälligerweise negativ im Livestream über die Lufthansa geäußert habe oder negativ über eine andere Airline, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Und vielleicht habt ihr das gesehen und dann überlegt ihr euch zweimal, der wollte ja eigentlich gar nicht zu uns und der fand uns damals immer blöd. Wie kommt es denn an? Schlecht. Deswegen werde ich mich mit solchen Themen eigentlich meistens eher zurückhalten. Ihr könnt mich gerne dazu privat anschreiben. Ich rede auch da gerne mit euch drüber. Aber ich versuche das Ganze jetzt auch hier euch zu sagen, weil ich habe gar nicht meine richtige Traum-Wunsch-Airline oder sowas. Klar, ich sag ganz ehrlich, ich war auch mal jünger und hatte weniger Erfahrung mit dem Ganzen und nicht so viel damit zu tun und auch weniger hilfreiche Kontakte, die mir vielleicht ein bisschen dabei geholfen haben, mit das Ganze ein bisschen zu verstehen. Ich habe damals auch gesagt, ich möchte unbedingt zu einer Airline, vielleicht auch in dem einen oder anderen Livestream noch, aber momentan gibt es das halt einfach gar nicht mehr, weil für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt da in einem Airbus A320 sitze oder da in einer 737 oder sonst irgendwas, es kommt auf andere Dinge drauf an. Und da könnt ihr dann lieber fragen, nicht die Frage, zu welcher Airline möchtest du, sondern welche Arbeitsbedingungen hättest du später am liebsten oder auf was setzt du denn am meisten Wert? Es gibt da sowas wie Roaster, wie viel du arbeitest, zum Beispiel 15-15 oder 10-7 oder wie auch immer. Da richtet man sich dann vielleicht eher dran oder ein Geschäftsmodell bzw. ein Arbeitgeber, der dir Teilzeit anbietet, dass du Teilzeit fliegen kannst, wenn du eine Familie zu Hause hast oder mal deinen Sohn von der Schule abholen möchtest oder sonst irgendwas. Oder ob du eine Airline hast, die dich besonders viel arbeiten lässt, dass du gut auf Flugstunden kommst, oder ob es dir wichtig ist, dass du viel Geld verdienst, oder ob es dir wichtig ist, ob du schnell zum Captain kommst. Ihr seht, es gibt so viele verschiedene Sachen, die einem wichtig sein können, und mir persönlich ist es, ich finde Fliegen geil, klar, man hat auch seine Vorlieben, was Flugzeuge angeht oder sonst irgendwas, aber Fliegen an sich bekommt ihr später auf jeden Fall. Und da kommt es dann eher so auf das Umfeld an. Also habt ihr gute Kollegen, habt ihr ein gutes Arbeitsverhältnis, habt ihr einen guten Vertrag, habt ihr einen sicheren Arbeitsplatz. Wie ihr auch jetzt wahrscheinlich seht, es gibt viele, die ihren Platz im Cockpit verlieren durch diese ganze Krise. Und es gibt manche, die noch weiterfliegen können oder die halt andere Sachen im Vertrag geregelt hatten. Oder vielleicht sogar sowas wie Kurzzeitarbeit oder sowas. Da kenne ich mich aber gar nicht so gut aus und habt es auch gar nicht. Aber da gibt es sicherlich andere Kontakte, wo man sich dran wenden kann. Und da könnte man mich fragen, ist es dir zum Beispiel wichtig, dass du nur in Deutschland arbeitest oder sowas? Das ist eine Frage, ich bin nicht in der Position, und das solltet ihr euch alle bedenken, wenn ihr nach der Schule fertig seid, ihr habt eure Lizenz ganz frisch, habt eure Mindestflugstunden durch die Ausbildung, was weiß ich, 250 Flugstunden oder sonst irgendwas, ein paar Pickstunden dabei, ihr seid nicht in der Position, euch jetzt irgendwelche großen Gedanken zu machen, ob ihr euch euren Job aussuchen könnt oder ob ihr jetzt irgendwie sagt, ich nehme nur einen Job, wo ich 5000 Euro im Monat verdiene. Ich habe gestern allein erst wieder mit jemandem geschrieben, dem es sehr wichtig ist, dass er genug Geld damit verdient mit dem Ganzen. Ist es mir auch. Mir ist es auch wichtig. Aber trotzdem sage ich nicht, ich würde jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine Airline abwählen oder halt sagen, dass ich da nicht hin möchte, nur weil sie mir nicht meine 5000 Euro im Monat bezahlen. Am Anfang hat man andere Prioritäten und auch andere Wünsche. Vielleicht wollt ihr viele Flugstunden sammeln, um euch danach hochzuarbeiten, um zu einer anderen Airline wiederzukommen.
Oder euch ist es wichtig, dass ihr viel Geld verdient. Oder vielleicht ist es euch wichtig, dass ihr in Deutschland arbeitet. Ich sag ganz ehrlich, ich habe damals immer gesagt, ich möchte gerne wieder zurück zu mir nach Hause. Mittlerweile gibt es halt in Österreich auch gewisse Sachen, die mich vielleicht auch da halten würden. Wo es dann zum Beispiel sagt, okay, ich bleibe in Wien oder ich suche mir was in Salzburg oder sonst irgendwas. Aber ich bin einer, wenn es da nichts gibt, wäre ich tatsächlich auch bereit, nach Spanien zu gehen oder nach Frankreich oder sonst irgendwohin. Mir ist es relativ wichtig, dass es in Europa noch ist, sage ich auch ganz ehrlich, weil ich bin nicht so dran interessiert, nach Amerika in die Staaten zu gehen oder nach Asien oder sonst irgendwas, wo ich auch gewisse Leute kenne, die das in Betracht ziehen. Finde ich auch super gut. Aber ihr müsst immer bedenken, desto geringer eure, wie sage ich das jetzt am besten, es kommt immer auf euch an. Und desto kulanter ihr seid, sage ich jetzt mal, desto besser ist es. Das heißt, wenn ihr euch als Ziel setzt, ich möchte in Europa bleiben, werdet ihr wahrscheinlich einen beziehungsweise schnelleren Job finden, als wenn ihr sagt, ich möchte jetzt unbedingt nur in Stuttgart fliegen. Weil am Ende gibt es in Stuttgart nichts oder ihr erfüllt nicht die Voraussetzungen für die offenen Stellen, die jetzt gerade in Stuttgart sind. Und dann bekommt ihr halt in Stuttgart nichts, dann habt ihr nichts. Und wenn ich dann sage, ey, mir ist egal, ob ich jetzt in Stuttgart oder in Frankfurt oder in München fliege, dann habt ihr noch in Frankfurt und in München die Option. Und so ist es bei mir halt am besten europaweit, wie schon gesagt. Und somit verringert sich auch die Wartezeit, denke ich. Weil es wird immer irgendwo Stellenangebote geben. Und da dürft ihr das Ganze nicht so kritisch sehen. Später, natürlich, wenn ihr gewisse Flugstunden nachweisen könnt, gewisse Erfahrungen, vielleicht schon Kapitän seid oder sowas, dann könnt ihr euch schon höhere Ziele setzen, sage ich jetzt mal, also beziehungsweise euch auch ein bisschen umschauen und sagen, ey, ich möchte jetzt diese Stelle in Stuttgart haben oder ey, ich möchte jetzt diese Stelle da haben, weil ihr habt einfach was euch ausmacht. Ihr habt diese Flugstunden, ihr habt die Erfahrung, ihr habt vielleicht einen Captain, ihr habt ein fertiges Type-Rating auf einem Flugzeug, was euch ein paar Vorteile gibt gegenüber zum Beispiel von mir, der jetzt frisch von der Flugschule kommt. Und somit nochmal zur Frage zurück, ich kann euch einfach nicht sagen, zu welcher Airline ich jetzt direkt möchte, weil das gibt's nicht. Ich wäre mit vielen zufrieden und ja, natürlich wäre ich auch mit Ryanair zufrieden oder sonst irgendwas, aber wie gesagt, ich werde mich zu dem Thema jetzt nicht mehr öffentlich äußern, weil das auch immer so eine Gefahr für mich ist. Ihr müsst es auch verstehen ein bisschen. Das Ganze, was ich jetzt sage, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich liebe Condor und ich möchte auf jeden Fall zu Condor, bringt mir das nicht so viele Vorteile bei Condor, sondern eher nur Nachteile bei den vielen anderen Airlines außerhalb von Condor, die das Video dann auch sehen. Deswegen, ich sage das ganz allgemein und das ist auch die komplette Wahrheit, ich liebe das Fliegen und mir ist es egal, ob ich jetzt da fliege oder da, das ist auch immer schwierig zu sagen, mir ist jetzt egal, ob ich da fliege oder da, weil am Ende ist man dann da nicht zufrieden oder man, ich sag ganz ehrlich, für 1.500 Euro, für 1.000 Euro würde ich jetzt auch nicht unbedingt arbeiten gehen, da würde ich mir eher noch was anderes suchen oder vielleicht noch ein bisschen länger abwarten, um eine bessere Stelle zu finden. Aber so an sich finde ich ich will danach fliegen, ich will danach Stunden sammeln, ich will danach Geld verdienen, um meinen Kredit zurückzuzahlen, das sind so meine Hauptinteressen, da ist es mir eigentlich egal, wo das Ganze ist oder bei welcher Airline oder was für ein Flieger ich danach fliege. Klar, es gibt gewisse Vorlieben, aber mir ist es tatsächlich auch Wurst, sage ich jetzt mal, ob ich jetzt Privatjet-Business fliege oder zu einer Airline gehe oder zu einer Cargo-Gesellschaft. Wenn mir was auch angeboten wird und ihr müsst immer davon ausgehen, wenn es bei euch auf dem Schreibtisch zu Hause liegt, der Vertrag, und ihr müsst nur noch unterschreiben, dann ist euer Kopf ein bisschen anders. Wenn da ein 737-Type-Rating-Platz vor dir liegt, wo du vielleicht nur 5.000 Euro Eigenanteil hast, dann denkst du da zweimal drüber nach, ob du das jetzt ablehnen möchtest oder nicht. Und ich sage jetzt nicht, dass ihr euch keine Gedanken machen müsst, aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie es danach für mich weitergeht und ich sehe das Ganze ganz offen und habe keine gewisse Wunsch-Airline, wo ich jetzt hingehe. Und ihr müsst das Ganze auch verstehen, dass ich mich da eher ein bisschen zurückhalte. Ja, ich bin auch immer so derjenige, der fragt, wo würdest du denn gerne hingehen? Meistens kommt dann Lufthansa oder sowas. Und dann bin ich aber derjenige, der danach fragt, warum möchtest du da hingehen? Weil das müsst ihr euch immer im Kopf behalten. Warum wollt ihr denn unbedingt dahin? Und wenn mir jemand ganz genau sagen kann, warum er dahin möchte, dann sage ich, okay, gut, versuch dein Bestes, um dahin zu kommen, wenn es dein Ziel ist. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Aber ihr müsst, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, es gibt nicht nur diese eine Möglichkeit. Und es gibt auch noch andere. Und damit müsst ihr euch auch zufrieden geben. Aber ich sage mal so, fliegen tun wir alle und ein guter Privatjet-Kollege von mir hat gesagt, von oben der Blick aus dem Cockpit ist meistens gleich. Und von dem her,
Ihr könnt mir gerne Sachen dazu schreiben, auch gerade per Instagram oder sowas, aber auf YouTube werde ich mich dazu ein bisschen zurückhalten. Ihr werdet eh sehen und mich auf meinem Weg hoffentlich weiter begleiten, wo es für mich dann später hingeht. Und von dem her bedanke ich mich, dass ihr heute bei dem Video eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst vielleicht ein Like da, wenn es euch gefallen hat und schreibt mir doch vielleicht mal eure Wunsch-Airline in die Kommentare, aber bitte nur, warum ihr dahin möchtet. Okay? Ich lese mir die dann mal durch und freue mich aufs nächste Video. Bis dahin und tschüss! Drinking down your name, and all you keep on saying is how this music made us change. And